mal, liebe Fittchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr vielleicht hier irgendwie im Hintergrund erkennen könnt, sind wir gerade auf der EICMA in Mailand. Wir sind hier einmal hingeflogen, wir wollten uns das Ganze mal anschauen. Und wir sind hier gerade bei einem Händler, bei einem Lederkombi-Hersteller, mit dem ich vermutlich demnächst was zusammen machen werde. Ich hatte ja schon mal eine kleine Design-Idee in meinen letzten Videos kurz für so einen Mini-Frame eingebaut. Einige haben den rausgescreenshottet. Fand ich schon mal sehr geil. Das wird wahrscheinlich die Kombi werden, mit der ich dann auf der Rennstrecke unterwegs sein werde. Die wird voll bedruckt werden. Wir haben hier die V-Race 2.5 von Gimoto und die wird wahrscheinlich maßgeschneidert werden und komplett designt werden. Das Geile ist beim Maßschneidern, ich kann halt komplett die Farben ändern. Ich kann das sogar noch überdrucken lassen, hoffentlich dann auch mit Litti. Und wir haben hier ein Airbag-System drin. Ich habe meiner Mutter versprochen, nach meinem letzten Crash auf der Rennstrecke muss ich auf jeden Fall Airbag haben. Und du kannst einmal kurz mit hinter der Kamera, so übrigens Marlon. Hallo. Du kannst hier einmal die Kamera drehen. Das hier ist nämlich dieses Airbag-System. Ich hoffe, die dreht sich. Und hier unter anderem kommt dann der Airbag auch raus, damit man nicht überstreckt. Und dazu natürlich hier komplett aufgeblasen. Finde ich sehr geil. Ist jetzt nicht elektronisch. Wir haben hier hinten ein Kabel, was das sozusagen auslöst. Das Ganze werde ich dann natürlich mal irgendwie testen, hoffentlich nicht als Sturz. Ich wollte euch erstmal die Kombi zeigen. Jetzt gibt es erstmal ein paar Eindrücke von der ganzen Messe. Und dann gehen wir beide gleich noch zur neuen S1000 RR von BMW. Ich bin super gespannt. Ich hatte bisher nur die Produktskizzen gesehen und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Und bis dann. Wir sind jetzt vor dem BMW-Stand. Da hinten sind schon richtig viele Kamerateams. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Ich habe sie mir noch nicht wirklich angeguckt. Ich habe sie ja schon ein bisschen gesehen. Ja, stimmt. Zwei Shots. Ich habe nur gehört, die Lampen sollen anders sein. Ja. Also die sind auf jeden Fall anders. Symmetrisch, genau. Nicht mehr dieser... So. Nicht mehr der Karl Dall. So ist, glaube ich, ganz gut dargestellt. Wir gehen da jetzt mal hin. Die hat auf jeden Fall viel mehr Bums. Aber ich glaube, wir gehen auf jeden Fall erstmal auf die ganze Optik ein und wie uns das gefällt. Zu der Leistung, zur Fahrweise können wir natürlich noch nichts sagen. Ob der uns richtig flasht. Ja, ja, da bin ich mal gespannt. Und go. Okay, Leute, wir müssen eigentlich zu dem wahren Prachtstück hier einmal kurz kommen. Gönnt euch mal dieses Touring-Bike. Eine R1250 GS HP. Damit kannst du auf die Renne. Die sieht halt wirklich sportlich aus. Gönnt euch die mal. Also, ich finde die von der Optik her, die kann man auf jeden Fall schon machen. Auch mit den goldenen Felgen. Viel moderner als irgendwie, wobei vorne... So breit. Was, aber was ist das hier? Das ist schon wieder... Das ist geiler als bei der alten. Die finde ich echt. Ist halt, kannst du nachts mitfahren. Aber ansonsten, so, wir gehen jetzt wirklich mal zu der S1000. So, wir stehen jetzt vor der neuen S1000 RR. Der liebe Sören muss da hinten selber erstmal ein bisschen geiern. Deswegen schauen wir uns das einmal an. Ich finde es schon mal von der Lichtmaske her richtig, richtig geil. Wir haben hier einmal das ganze Abblendlicht mit den LED-Stripes noch an der Seite. Finde ich wunderschön. Das ist natürlich ein komplett neuer Look. Ihr werdet das gleich nochmal auf Musik geschnitten sehen. Nicht mehr diese Kardall-Optik, wirklich einheitliche Lampen. Ich muss sagen, diese Windschutzscheibe beginnt echt früh anzufangen. Aber da wird es wahrscheinlich auch kürzere geben. Mich würde es nerven, wenn die so riesengroß ist. Bremsanlage und so ist natürlich wieder BMW-made mit Brembo zusammen, soweit ich das weiß. Richtig, richtig geil. Zur Fahrweise kann ich euch natürlich noch nichts sagen. Das werde ich aber hoffentlich nächstes Jahr mal irgendwie Probe fahren. Also BMW, wenn ihr das seht, ich will das Ding mal fahren. Lasst mich das fahren. Ansonsten wird sie mit einem Serientopf geliefert, der allerdings wieder recht kurz ist, muss ich sagen. Der sieht nicht mehr so klobig aus, zum Beispiel wie bei der Gixxer. Da haben sie anscheinend auch schon einiges dran geändert. Finde ich auf jeden Fall top. Und das Highlight natürlich Carbonfelgen. Die sind aber wahrscheinlich nicht in der Serie dabei. Das wäre schon echt krass. Da würde ich auf jeden Fall direkt eine kaufen. Carbonfelgen, beste wo gibt. Die HP4 hat ja zum Beispiel Schmiedefelgen gehabt von der Isle of Man. War schon super geil. Aber länger wollen wir jetzt erstmal nicht schnacken. Ich gebe euch ein paar Details von dem ganzen Bike. Und dann sehen wir uns danach nochmal wieder.
So, ich hoffe, euch hat der kleine Zusammenschnitt zu der EICMA gefallen. Ich sitze jetzt hier gerade auf dem großen Bruder von meiner Triumph auf der Speed Triple. Die bin ich dieses Jahr ja auch schon in Brünn gefahren. Und fühlt sich immer noch richtig, richtig wohl an. Ich würde das Ding gerne nochmal auf der Landstraße fahren. Ich bin es bisher ja nur auf der Rennstrecke gefahren. Mal schauen, ob ich da nächstes Jahr irgendwie was organisiert bekomme. Ansonsten hoffe ich, euch haben die Zusammenschnitte gefallen. Was sagt ihr zur S1000RR? Haut es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich finde sie richtig geil. Ich finde sie sogar besser als die alte, muss ich sagen. Da muss ich kurz intervenieren. Ich finde sie ja nicht so geil wie die letzte. Ich finde schon, dass es schön aussieht. Ich finde es voll geil. Die gleichen Seiten. Aber sie sieht nicht so aggressiv aus, meiner Meinung nach, wie die letzte und vor allem die Kiemen. Sie hat zwar Kiemen, ja, aber in schwarz, die gehen ein bisschen unter. Ja, das stimmt. Richtig geil ist das Rücklicht, das in den Blinkern verbaut ist. Pervers. Ich blende euch das nochmal ein. Ich habe eine Aufnahme, macht das, flackert das die ganze Zeit. Richtig. Ist das legal? Das finde ich ja wahnsinnig. Also wirklich richtig geil. Für die Straße super zugelassen, Motorrad. Für die Rennstrecke. Eigentlich ist es ein Allrounder. Also absolut. Aber ich muss dann echt sagen, in dem gleichen Preissegment sind dann Sachen wie V4, R1, ja, Suzuki und die finde ich alle drei schöner. Echt? Ich finde alle drei schöner. Ich muss sie fahren. Wir fahren sie nächstes Jahr hoffentlich irgendwie irgendwann mal. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ansonsten, wir wollen nicht länger quatschen. Wir sehen uns dann zum nächsten Reaction-Video im Motoblog. Peace. Mit der Klick, Klick, Klick Squad über alles, wir sind lit, lit, lit. Turn up während ich vom Handy zip, zip, zip. Meine Crew und ich, wir sind das Shit, Shit, Shit.